So, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Kaffeekeks-Orakel. Das soll ein kleines Orakel sein, was dir einfach einen Einblick schenkt. Du schaust auf die Liebe, was ist da überhaupt los? Und es geht hier um die Gefühle, um die Gefühlsebene. Und wir legen mit Erat Aliquando. Und in dieser Legung spielt für uns der Herr mit den geschlossenen Augen eine Rolle, weil der blickt in die Tiefe, der ist im Fühlen. Und es zeigt uns das, was er fühlt, was er vielleicht nicht ausspricht. Der Herr steht für dein Gegenüber, auch wenn dein Gegenüber weiblich ist. Den legen wir auch raus, denn der bildet das Herz der Legung. Ich freue mich über alle, die wieder mit dabei sind. Und die Kaffee-Keks-Orakel, die haben einen eigenen Ordner in der Playlist. Und dann könnt ihr unter den Orakeln auch orakeln, ne? Da kann man, glaube ich, sogar so Zufallstreffer dann wählen. Das habe ich hier zufällig gesehen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und die werden sich mit der Zeit summieren, das werden immer mehr werden. Und dann kann man quasi unter den Orakeln für sich selbst rausorakeln, die Gegenüberenergien und die eigenen. Weil hier gibt es dann nachher gleich noch eine zweite Legung, die dann um dich selbst geht. Ne? Jetzt geht es erstmal um einen Menschen, für den dein Herz schlägt. Was fühlt er denn für dich? Der liegt hier in der Mitte. Wir legen mit Erat Aliquando, deine Geschichte bist du. Das ist das Kartendeck von mir selbst. Wenn dir dieses Deck gefällt, dann findest du den Link zum Shop in der Infobox. Und zu diesem Kartendeck gibt es auch kostenlose Lernvideos. Auch die werden immer mehr. Ja, da kriegt ihr im Übrigen auch in dieser Woche noch eins. Da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen aktiv ins Kartenlegen mit euch gehen. So, da wollen wir mal schauen. Du denkst jetzt an deinen Herzensmenschen. Was fühlt er denn für dich? Zuerst beginnen wir auf der Gedankenebene. Wenn er an dich denkt, was geht dann in ihm vor? Was umtreibt ihn im Geiste, wenn es um dich geht? Ich hätte gerne drei Karten. Was umtreibt ihn im Geiste? Was umtreibt ihn im Geiste, wenn es um dich geht? Aha. So, die mische ich nochmal. Oh, ja, kann ich sagen, hat definitiv Gefühle für dich. Er denkt in Liebe. Wir haben erstmal das Rekitz. Das Rekitz liegt in seiner Gedankenebene. Das steht ja für etwas, was schützenswert ist. Also er kennt auch den Wert dieser Verbindung. Wir haben die Nachtigall, das Abendlied der wahren Liebe, ja. Und wir haben hinter der Rosenhecke. Also hier ist eins klar, er beobachtet dich. Und er denkt aber auch aktiv über einen Neuanfang oder ein Wachstum nach. Ne? Ich finde, es ist immer zu wenig gesagt, ja, wenn eine Karte fällt, die einen Neuanfang bezeichnen kann. So wie zum Beispiel das Reh, ne? Oder in den Lenny-Karten das Kind. Bei manchen geht es ja gar nicht um Neuanfang, sondern auf irgendeiner Ebene sind ja alle in ihrem Prozess. Und manchmal ist da halt so ein Stop-and-Go drin. Das Reh bezeichnet vielleicht etwas, geht in kleinen Schritten vorwärts oder ruht auch eine gewisse Zeit, wird aber weitergehen, in Anführungsstrichen, das kann man dann als Neuanfang bezeichnen. Das Rehkitz in Erat Aliquando steht aber auch dafür, dass etwas schützenswert ist und zusammen mit der Nachtigall, dem Abendlied der wahren Liebe, ist ihm bewusst, das ist ja seine Gedankenebene, dass das, was ihr da habt, schützenswert ist. Und er beobachtet, ne? Also er beobachtet dich und es kann auch sein, dass du im Moment das Gefühl hast, er ist gar nicht da. Für die, die Kontakt haben, ist das jemand, der auch im Verborgenen seine Gefühle reflektiert. Manche haben ja auch Kontakt. Ne? Und auch hier wird im Geiste beobachtet, ne? Und der Wert dieser Liebe erkannt. Also das sind starke Karten, die natürlich hier auf der Gedankenebene liegen. So. Ich erinnere daran, es ist eine allgemeine Kartenlegung, ne? Und du musst in dir fühlen, ob du mit diesen Energien in Resonanz gehen kannst. So, also er denkt hier äußerst positiv über dich, er erkennt den Wert eurer Liebe und er beobachtet dich. Na, er hat dich hier ganz, ganz genau im Visier. Der Wolf sitzt hinter der Rosenhecke. Vielleicht spürt er aber auch deinen Blick in seinem Nacken. Ne? Wer weiß das schon. Jetzt schauen wir erstmal, was er für dich fühlt. Wir gehen jetzt auf die Gefühlsebene. Wie sind seine Gefühle zu bezeichnen, wenn es um dich geht? Die Liebe ist ihm bewusst. Wie sind seine Gefühle zu bezeichnen? Huhu, ist auf die Nelke gefallen. Mhm.
Ja, es ist sensationell. Ja, die Nelke, die Sanduhr. Also man könnte schon fast sagen, in seinem Herzen ist die ganze Zeit Anziehungskraft. Ne? Das ist jetzt wirklich in einem Satz gesagt. Sein Herz sagt Ja zu dir. Die Nelke ist die Erotik, die Anziehungskraft, der Duft, die Aura. Und die Sanduhr ist Mütterchen Zeit. Das heißt, er verspürt wirklich die ganze Zeit eine Anziehungskraft. Er fühlt sich permanent zu dir hingezogen. Man könnte auch sagen, sein Herz ruft nach dir. Ne? Sein Herz ruft nach dir und du bist hier in seinen Gedanken. Es wird ihm klar, dass er Gefühle für dich hat. Er denkt auch liebevoll über dich mit der Nachtigall. Er denkt in Liebe an dich. Er beobachtet dich oder er hat das Gefühl, dass du ihn beobachtest. Der Wert ist hier durch das Rehkitz da, auch das Wachstum. Die kleinen Schritte sind da und er fühlt sich halt volles Brett zu dir hingezogen. So, jetzt wissen wir schon mal mehr. Was ist denn so die nächste Posse, die er treibt? In welche Richtung geht er und welche Kraft schiebt ihn an? Ich hätte gerne zwei Karten. Was ist so die nächste Aktion? Ist es überhaupt, gibt es überhaupt eine Aktion? Und was schiebt ihn an? Da haben wir die Realität, wo er drauf schaut. Welche Kraft schiebt ihn an? Das wissen wir noch nicht. Und was ist das für eine Realität? Da hätte ich sofort gerne gleich eine Klärungskarte. Was ist denn das für eine Realität? Was kann denn für ihn realistisch werden? Ja, es ist, die ist aber weit weggeflogen. Die muss ja dann gleich aufstehen. Junge. Was kann denn für ihn realistisch werden? Aha, er schmiedet einen Plan. Er schmiedet einen Plan, weil er schaut hier auf die Realität und Foxy. Ne? Also er überlegt hier ganz einfach, was möglich ist. Er überlegt, was möglich ist. Und was schiebt ihn an? Seine Verantwortung. Ne? Der Rahmen schiebt ihn an. Fangen wir mal beim Rahmen an. Ne? Der Rahmen ist ja eine Karte, die ganz einfach auch sagt, es gibt hier einen Rahmen der Möglichkeiten. Wie könnte dieser Rahmen aussehen? Und der Rahmen der Möglichkeiten ist eben auch eine Karte, die sagt, wenn es hier um ein spezielles Thema geht, dann gibt es hier auch einen Bereich der Verantwortung. Er fragt sich hier vielleicht auch, was er verantworten kann. Ne? Also für mich ist völlig klar, dass dieser Mensch hier Gefühle für dich hat, dass er sich teilweise aber nicht offenbart. Entweder, wenn ihr Kontakt habt, er spricht nicht drüber, er macht das so mit sich im Stillen aus, er ist hinter seiner Rosenhecke verschwunden. Es duftet und duftet und duftet, also der ist sehr präsent und es blüht auch. Die Rosen blühen ja. Das ist ja keine verdörrte Hecke, sondern eine lebendige Hecke. Und hier sind ja auch vor dem Zaun die Glühwürmchen, die schönen Momente, die möglich wären, wenn er denn hinter der Hecke hervorkommt und über diesen Zaun drüber klettert oder vielleicht springt mit einem Hüpfer. Der Wolf wird ja eher so einen Satz machen. Der Wolf, der springt mit einem Satz dann über diesen Zaun. Und das beobachtet er auch. Also er ist da erstmal nicht aktiv, aber das heißt nicht, dass er nicht da ist. Weil mit der Nachtigall denkt er A, sehr positiv über dich, sehr liebevoll. Er denkt in Liebe und er wird sich auch der Liebe bewusst und auch über den Wert, ne, der eure Beziehung bezeichnet. Ja, und ihn schiebt hier halt auch so sein Verantwortungsgefühl, weil er vielleicht auch darüber nachdenkt, auch hier mit dem Fuchs, was ist denn hier lebbar? Ne? Was ist realistisch? Was ist realistisch? Wie könnte es werden? Wenn ich hier tatsächlich hinter der Rosenhecke rauskomme und hier einen Rahmen der Möglichkeiten schaffe, wie könnte diese Beziehung aussehen? Und woran kann ich mich dann auch halten? Weil der Rahmen sagt auch ganz klar, ihr kennt alle diesen Spruch, wenn du die Seele eines anderen Menschen betrittst, dann betrittst du heiligen Boden. Da geht man nicht mit dreckigen Schuhen durch. Also der Rahmen, die Karte der Rahmen hat auch immer so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger. Ne? Wenn er sich hier für etwas entscheidet und hier auch eine kluge Erkenntnis hat, die ihm aber auch selbst dient, es ist der Fuchs gefallen, ne? Dann darf er sich da auch dran halten. Es geht ganz einfach um Respekt und auch Verantwortung. Der Fuchs ist ja auch jemand, der ganz klar
in der Selbstliebe auch ist. Also worüber er sich hier Gedanken macht, ist wirklich über eine Realität, die ihm auch selbst nicht schadet. Also man muss auch schon sagen, er versucht dabei natürlich gut wegzukommen, aber auch in Verantwortung. Er denkt nicht nur an sich, aber er denkt auch an sich. Das heißt, er hat auch in dieser Verbindung sicherlich schon Schmerz erlitten. Sonst würde er nicht denken wie ein Fuchs. Und der Fuchs ist ja jemand, der würde niemals freiwillig den Kopf in die Schlinge stecken. Was eigentlich auch völlig klar ist. Ich meine, wer macht das schon? Da muss man schon ein bisschen blöd sein. Ne? Also sagen wir es mal so, er denkt hier auch über die Konsequenzen nach. Auch die für ihn. Ne? Er denkt auch an dich. Die Verantwortung schiebt ihn hier an. Er denkt aber an das, also ne, wenn er jetzt zum Beispiel hier was macht, ist es gut, ist es realistisch, wenn er das jetzt durchzieht. Kann er das realistisch vertreten? In der Realität, also ergreifbar. Kommt er da selber mit klar? Und kommst du damit klar? Also ich würde schon sagen, er denkt hier an euch beide. Was ist wirklich umsetzbar mit der Realität? Was ist lebbar? Welcher Rahmen ist hier möglich? So, dass auch er nicht den Kopf in der Schlinge hat. Ja? Es scheint hier ein bisschen kompliziert zu sein, aber die Gefühle sind da und vor allen Dingen also sein Herz, ja, die ganze Zeit. Das ist wie so eine Daueranziehungskraft mit der Sanduhr. Ja, ja, Anziehungskraft, ja, Gefühle, er sagt ja zu dir, sein Herz sagt ja, sein Herz schreit ja. Ne? Die unwiderstehliche Anziehungskraft, also es ist eine Nummer, aus der kommt er nicht raus, die ganze Zeit, das ist dauerhaft. Ja, die Zeit ist total relativ, egal wie lange ihr euch vielleicht auch nicht gesehen habt. Es hat sich nichts geändert. Das ist das Fazit. Jetzt kannst du mal schauen, ob du hier in Resonanz gehst. In der nächsten Legung bist du dran. Da kommt dann, was du so denkst, was dich so antreibt, was du so fühlst. Und wenn du da auch noch in Resonanz gehst, dann gibt es noch eine Energie, die euch verbindet. Wenn du mit dieser Legung hier nicht in Resonanz gehst und hier immer noch zuschaust, kannst du sie auch getrennt von deinen eigenen Gefühlen sehen. Ne? Dann zählt natürlich die Zusatzkarte in dem Fall nicht. Ne? Weil dann gibt es dahin keine Verbindung. Aber wenn du sagst, jawohl, ganz meine Legung, dann kannst du jetzt gespannt sein, was in dir so abgeht. Weil wenn beide passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da volles Brett in Resonanz bist, ne? nicht nur halbes Brett, also die volle Fülle, dann kannst du im Vollglück sein. Sind wir mal gespannt. Also, ich freue mich über eure lieben Kommentare riesig, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo und somit meinen YouTube-Kanal unterstützt und mir halt auch eine Freude macht und was einen Rückfluss gibt. Also, bis zum nächsten Video. Bye, bye, ciao, ciao, euer Kaffeekeks-Orakel TV.